Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil und letzten Teil von Frostpunk, die Archen mit in Germany. Gut, für diejenigen, die noch nicht die ersten beiden Teile gesehen haben, wir haben eigentlich einen sehr guten Start hingelegt, glaube ich. Wir haben die Karte gut erforscht. Wir haben auch alle Punkte erreicht, bevor der Sturm ankam. Wir sind gerade erstmal am Tag 18. Zugleich aber auch an einem wichtigen Scheidepunkt. In 2 Tagen sinken die Temperaturen, was die Arche auf jeden Fall aushalten werden. Wir müssen aber auf unsere Angestellten achten. Aktuell habe ich auch ein Problem, weil irgendwie hier 3 Leute im Speisehaus sitzen, aber keiner arbeitet. Weswegen ich hier jetzt mal einen meiner Stahlautomaten reinsetzen werde, dass er immer ein bisschen Essen rankocht. Gut, wir machen erstmal, der Overdrive war gerade an, ist aber wieder aus. Wir werden erstmal das Haus abwarten. Keine Versprechungen machen, Leute, sondern lieber einfach überraschen mit wärmeren Wohnungen. Wir haben 9 Leute, die krank sind. Wir könnten jetzt mal Essensrationen verteilen extra. Und hier werde ich ein Stahllager machen. So, und jetzt ist die Technologie erforscht und ich muss zugeben, ich habe das Spiel jetzt mittlerweile schon 4 Male von hier aus gespielt. Es ist kein Problem, denke ich mal, also nee, weiß ich mittlerweile, es von hier aus zu schaffen. Aber es zu schaffen und nur Manchester zu retten, das hat sich bisher noch nicht ergeben. Insofern werde ich jetzt dem Weg folgen, den ich ja letztes Mal gemacht habe. Ich werde auf das industrielle Treibhaus gehen. Des Weiteren werde ich nochmal den Holzmauerbohrer, also den normalen Mauerbohrer bauen und nochmal ein Sägewerk oder 2. So, aber was für die Nacht zu tun. Und da kann es weitergehen. So, also die Rohnahrung ist verbraucht. Können wir also direkt wieder abziehen hier. So, wir sind im näheren Schutzraum, das ist ein Wegpunkt. Und von hier aus entdecken wir den versteinerten Dreadnought und einen Frachtanhänger. Und gleich erreichen wir noch Manchester. Diese Stadt ist wesentlich größer als unsere, allerdings scheint sie gleichzeitig weniger fortschrittlich und viel bevölkerter zu sein. Eine sterbende Stadt, ein schwach leuchtender Generator, befindet sich in einer Siedlung, die eher an einen Slum als an eine Stadt erinnert.
Hier gibt es so viele Leute, zu viele. Sie wirken krank und unterernährt. Viele von ihnen scheinen kein richtiges Dach über dem Kopf zu haben. Das Einzige, das sie vor dem kommenden Sturm bewahren kann, sind wir. Wir werden versuchen zu helfen. Wir haben 8 Tage Zeit. Wir haben nur Manchester gefunden, aber den Einwohnern fehlt so gut wie alles, was sie zum Überleben brauchen. Wir können zwar versuchen, ihnen zu helfen, aber nur Automatone sind in der Lage, Vorräte durch das windgepeitschte Ödland zu transportieren. Wenn wir sie vor dem Sturm retten wollen, brauchen sie zunächst Baumaterialien, also Holz und Stahl, um Unterkünfte zu errichten. Das ist erst der Anfang. Sie werden noch viel mehr brauchen, insbesondere Nahrungsmittel und Kohle. Gut, gut, die Forschung läuft. Erstens brauchen wir gleich ein Automaton, weiteren. Ein alter verschatteter Dreadnought, der komplett mit Schnee bedeckt ist. Er liegt schon lange hier. Dieser Land-Dreadnought wurde nicht für solche Wetterbedingungen entworfen. Vermutlich war er Teil einer der Pionierexpeditionen vor dem großen Winter. Wir haben hier unbezahlbare Rohstoffe gefunden. Und ich glaube, der Automaton ist fertig. Ja. Das heißt, den setzen wir jetzt direkt in einer. Haben wir jetzt schon den Mauerbohrer? Ja. Den setzen wir jetzt hier ein. Forschung bei 55%. Ja, die Überstunden kann ich leider nicht abschalten bis zum Ende. Gefrorener Teich, ein besonderer Ort in Portland, ein Wegpunkt zum verlassenen Sägewerk und Manchester Dreadnought. Wir gehen zum Dreadnought. Ich muss die Marken auch upgraden, das mache ich heute Nacht. Ich hätte noch nicht angefangen. Okay. Dann werden wir. Den Dampfmauerbohrer erforschen, um den nachher abzugraden. Um 22 Uhr ist die Nacht vorbei. Nachtschicht vorbei. Das heißt, wir werden jetzt mal Häuser bauen. Und wir schalten den Overdrive an, damit die Leute nicht allzu sehr frieren die Nacht. Der Bote lebt. Captain, es ist uns gelungen, die Wunden des Boten von der Manchester zu versorgen. Er ist wieder vollständig genesen. Vielen Dank. Wäre ich in der Manchester, hätte ich nicht überlebt. Wir haben nicht die Ressourcen, um derartige Erfrierungen zu behandeln. Deine Stadt scheint gefährlich rückständig zu sein. Gut, dann können wir den jetzt im Prinzip in die Kneipe setzen, nehmen den Ingenieur dafür raus. Da machen wir die Heizung an. Hier ist sie auch noch aus, wenn ich neu lade. Häuser werden upgegradet. Overdrive im Blick behalten.
Wir sind am Frachtanhänger. Unmengen von Ausrüstungsgegenständen liegen rund um den Anhänger verstreut. Wahrscheinlich wurden sie bei dem Versuch entfernt, den Anhänger aus dem Eis zu befreien, dann unter seinem Gewicht eingebrochen ist. Maschinen von unschätzbarem Wert. Diese Geräte müssen Forschern oder Prospektoren Wert haben, die vor uns hier waren. Viele Maschinen wurden von sich ausbreitendem Eis verbogen und zerquetscht, aber wir konnten einige nützliche Teile finden. Gut, wir können mit der Expedition nach Hause. Dann hoffen wir mal, dass die Leute wacker upgraden. Overdrive nicht aus den Augen verlieren. Wir sind am Dreadnought. Die Maschine ist zwar gewaltig, aber nicht so fortschrittlich wie unsere eigene. Nicht reparierbar. Diese Dreadnought hätte hunderte von Leuten transportieren können. Die muss den Bewohnern von Neu Manchester gehört haben, aber jetzt ist sie nicht mehr zu retten. Auf zum Sägewerk. So, aber jetzt kommt die nächste Kältestufe. Und die Leute gehen eigentlich jetzt schon zur Arbeit, 6 Uhr. Also ich werde jetzt den Overdrive abschalten. Ja, wäre schön, wenn das andere abgegradet worden wäre. Ich werde noch einen bauen, glaube ich. Obwohl, nee, wir warten ab. Wir haben gleich die Technologie. Und jetzt gehen wir in die nächste Epoche. Ich verstehe. Wir haben einen amputierten jetzt, das heißt, ich könnte mal 10 Stahl investieren für eine Prothese. Ja, ich würde ihn ja gerne nochmal zünden, aber. Sind hier noch alle besetzt? Ja. Verlassen das Sägewerk. Es ist in der Tat ein Sägewerk. Es wurde schon sehr lange nicht mehr benutzt. Alles ist von Eis bedeckt. Hier gab es wahrscheinlich schon vor Jahren einen Außenposten. Jetzt gibt es nichts mehr davon, außer diesem gefrorenen Sägewerk. Gut, damit sind wir durch. Und jetzt, wo wir das fortschrittliche Treibhaus haben. Industrielle. Aber das würde ich auch mal bauen. Am besten 2 Stück. Haben wir keine Kerne mehr, aber gleich kommt unser Bote an. Ich habe immer noch einen Overdrive drin. Sind eigentlich jetzt alle Häuser abgegradet? Ja, ne? Schalten wir erstmal wieder aus. Später mache ich das. Die Prothese ist da, das heißt, vielleicht sollte auch die Prothese angebracht werden. So, der Speer ist zurück. Das Ding können wir schon auflösen und bekommen noch mal 40 Holz wieder. Kohle ist voll. Das sollte natürlich nicht passieren.
Und hier gehen wir jetzt auf Rohnahrung. Und wir brauchen Automatone. Ich würde auch gerne noch ein weiteres industrielles Treibhaus bauen. Jetzt müssen wir unbedingt erstmal die Heizung abbauen. Denn morgen wird es noch mal kälter. Wie sein sollte der Overdrive, nicht der Overdrive, wir gucken uns dann sparen, der Overdrive. Wir haben 15 Kranke. Ich werde nochmal extra Rationen ausgeben. Jetzt dann. Okay, der zweite Speer ist da. Jetzt haben wir auch noch hier Holz. Jetzt brauchen wir eigentlich dringend Automatone. Ich wäre versucht, jetzt nochmal eine 24-Stunden-Schicht zu machen. Dass wir hier drei Automatone rauskriegen. Ich habe jetzt hier zwei. Warte mal, ich brauche eigentlich aber. Aber das sind ja die besseren jetzt. Ich glaube, die werden reichen. Ich brauche jetzt aber Lager. Haben wir 400? Okay, das Holz nicht mehr voll. Jetzt nicht. So, der erste kommt. Hier unten ran. Muss gucken, dass ich jetzt schnell nachvollziehen kann und auch die erste Karawane bald fertig kriege. Hat gerade gereicht. So, als nächstes erforschen wir jetzt die fortschrittliche Kohlemine, würde ich sagen. Oder aber die Angewinnung, das würde nämlich 10% auf alles geben, auch Essen und Holz. Ja, mache ich das erstmal. Gerade alles. Das ist doof, wenn welche sterben, finde ich. Ja, eigentlich kann man, dass die Leute sich zu Tode arbeiten. Ich könnte natürlich noch eine zweite Fabrik bauen. Das habe ich auch noch nicht probiert. Was kostet so eine Fabrik? Weiß ich, Holz 15 Star, ein Dampfkern. Könnte man machen. Dann könnte ich morgen zwei auf einmal herstellen. Sehr schön. Und Heizung.
So, wie sieht es mit den Lagern aus? Hier packe ich mal Rohnahrung rein. Hier kommt Kohle schon mal rein. Holz ist auch voll. Fünf Tage Zeit. Okay, die letzte Kältewelle. 90 Grad haben wir jetzt minus. Wir sind jetzt schon auf der letzten Dampfstufe. Oh, 20% nur. Das ist nicht so toll. Okay, der nächste Automaton ist da. Der geht natürlich jetzt direkt in die Futterproduktion. Haltung an. Und dann noch ein Auftrag. Ja. Ja, mit 20% schafft er wahrscheinlich gerade nur einen am Tag. Schon fertig. So, der nächste wird dann auch hier arbeiten, Heizung an. Jetzt haben wir drei Werke, wenn ich das sehe, ne? Das habe ich ja auch geupgradet. Ja. Wir brauchen unbedingt ein Holzlager, damit wir auch da genug zusammenbekommen. Da haben wir schon. Technologie ist auch fast durch. Dann gehe ich jetzt auf die Kohlemine erstmal oder auf das Stahlwerk. Ja, ich glaube auf die Kohlemine erstmal. Damit wir die Menge an Kohle auch bunkern können. Ah, die werden noch zumindest fertig, glaube ich. Ja, ne? So, jetzt brauchen wir Essenstration schon mal. Das Lager dafür. Zwölf Kranke noch. Vier Tage. Na, ich hätte wohl doch lieber das Arbeit machen sollen. Wieder fehlt da vielleicht einer? Beide belebt, ja. Das ist voll.
habe ich gerade Forst, aber ich bin gerade dabei, die Kohlemine, okay. Die Zeit für knapp. Server der Butter aus neuen Manchester möchte mit Ihnen reden. Die Uhr tickt, doch Sie tun nichts, um mal Manchester zu finden. Ich bitte Sie, lassen Sie meine Leute nicht ins Licht, nicht sterben. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Kollege. Fortschrittliche Kohlemine erforscht. Jetzt das Stahlwerk ganz schnell. Und wir bauen die fortschrittlichen Kohleminen. Ich muss auch überlegen, ob ich jetzt nicht schon irgendwas anderes baue, um den Stahl, um die Kohle, noch mehr Kohle zu schaffen. Hier kann ich meine Reste einsammeln. Ich habe ja noch den Kohlengenerator. Nicht, Leute, ihr müsst weiter forschen. 14 Uhr. Ah, entweder brauche ich jetzt Automatons, Automatone, oder ich spare mir den Stahl, damit ich die 600 voll kriege. Gut, es kommt eh erstmal wieder die Nacht, da können wir das ja durchproduzieren. Wir haben noch 4 Tage Zeit. Ich könnte auch mal ein bisschen den Overdrive jetzt auf Spaß laufen lassen, nur damit es hier ein bisschen wärmer wird überall. Auf Nacht. Hier war was schnell. Ja, mega schnell.